Muskeln und Gleichgewicht sind die nächsten paar Minuten gefragt. Und wenn ich jetzt die Herren das Jacket ausziehe, dann stellen wir fest, dass alle Mr. Schweiz-Kandidaten vom letzten Samstag im Vergleich mit einem Hühnerbrüstli ausgestattet sind. Die vier Brüder sind schon sehr lange im Business. Vor 15 Jahren waren sie schon mal beim Zirkusfestival Monte Carlo mit dabei. Dann haben sie einen Sonderpreis gewonnen. Wir dürfen gespannt sein, was sie uns heute an Kraft und Eleganz zu bieten haben. Das sind die berühmten Pellegrini Brothers.
Die Begeisterung unter dem Chapiteau ist gross, sehr gross. Eine eindrückliche Nummer löst eine eindrückliche Stimmung aus. Viele Besucherinnen und Besucher vom Festival gehören übrigens zu einem Stammpublikum, auch viele Schweizer. Da gibt es zum Beispiel einen ganzen Club, den ich angetroffen habe. Denn für die Herren, die für Begeisterungsstürme im Publikum gesorgt haben, Pellegrini Brothers.